Hallo Michael. Hallo. Hi. Michael. Wer bist du? Michael. Ich bin 20. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön. Hast du ja Geburtstag? Sieht so aus, oder? Nein, nach. Fliege förmlich. Gab es das Hemd auch in deiner Größe? So eine Nummer größer wäre nicht schlecht gewesen, ne? Oder weniger essen. Körperbezogen. Was? Bisschen rausgewachsen, ne? Platzt. Oder hast heute trainiert richtig, ne? Erzähl mal, was machst du so beruflich? Ich bin Fliesenleger. Was bist du, Briefträger? Fliesenleger. Ich habe einen eigenen Betrieb. Also ich arbeite mit meinem Vater zusammen und habe nebenbei eine Selbstständigkeit. Woran liegt das, dass bei mir in einem Einzimmer fliegen jetzt gerade so die Fliesen ab? Also in so einer Toilette da. Aha. Woran liegt das? Dass der Fliesenleger, der es gemacht hat, vielleicht schlecht war. Ja, ne? Aber ich könnte es auf alle Fälle neu machen. Ich schreibe ein Angebot und... Angebot? Ich dachte, du wolltest mir ein Angebot machen, dass du umsonst vorbeikommst. Und ich umsonst, Dieter. Sag doch, bei mir ist alles umsonst. Warum bist du denn hergekommen? Ja, ich will für euch singen. Ich habe drei Lieder. Aber warum willst du für uns singen? Ja, weil ich es einfach überzeugen will und weil ich mit meiner Stimme, mit meiner Musikrichtung, die ich mache, ich glaube, das gibt es nicht so oft. Mhm. Oh. Und das wollte ich euch zeigen. Machst du Jazz oder was? Ich mache also die alte Musik einfach. Sehr alte, also Ray Charles mache ich. Ich mache Frank Sinatra. Okay. In die Richtung. Ach, deshalb das Hemd und die Fliege. Genau. Okay. Ja, mach mal ruhig. Gibt's da schöne Titel? Was singst du da? Georgia on my mind. Okay. Gibt's da auch einen schnellen Nummer von? Ja, Hallelujah, I just love her so von Ray Charles. Ach, nicht dieses Hallelujah, ne? Das, was ich meine. Nein, nein. Dr. Alban hat auch Hallelujah. Sing Hallelujah. Ganz schön viele Tracks mit Hallelujah. Gibt's ziemlich viele mit Hallelujah, ja. Ja, aber dann zeig uns doch mal. Den, okay. Den du vorbereitet hast. Was Schnelles, wir brauchen was Schnelles. Gut. Wir wollen dann. Wie kommt ihr? Let me tell you how the girl you know. She's my baby and she lives next door. Everybody, every sun goes up. She brings me coffee and my favorite pop. So I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I caught her on the telephone and tell her baby all alone, but I come on the phone and hear her on my door. In the evening when the sun go down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, daddy, everything's all right. So I know, yes, I know, and hallelujah, I just love her so. Okay. Ich meine, das hättest du dir natürlich alles auch ein bisschen moderner machen können. So, wenn du jetzt Deutsch gesungen, wie heißt der noch, der gerade gestorben ist? Roger Cicero. Genau. So was hättest du, weißt du, dann wäre ein deutscher Text, es wäre ein aktueller Bezug. Ich liebe diese alte Musik. Ja, ich liebe okay. sie über alles. Aber ich kann Modernes, singe ich auch. Mein Onkel ist auch Fliesenleger, aber ich glaube, du bist mit Abstand der hübscheste Fliesenleger, den ich je gesehen habe. Dankeschön. Ja, und das Repertoire gefällt mir natürlich auch gut. Ich höre Frank Sinatra wahnsinnig gerne. Du gefällst mir. Dankeschön. Ich glaube auch, dass es mal interessant wäre, dich mit einer anderen Nummer zu hören. Mal wirklich so Roger Cicero, einfach was Deutsches. Und da wäre ich wirklich gespannt drauf. Und deswegen würde ich sagen, hast du es verdient, noch mal weiterzukommen? Weil du, gesanglich war das wirklich sehr, sehr gut. Das hat mich auch abgeholt. Und deswegen von mir auf jeden Fall ein Ja. Danke. Gesanglich sehr, sehr gut, würde ich dir widersprechen, Caro, fand ich nicht. Es war aber nicht schlecht. Das war okay, finde ich. Sehr, sehr sympathischer Mensch. Titel gefallen mir gut. Ich bin da leider, also Ray Charles, also mehr geht für mich nicht. Will ich jetzt auch nicht mit dir vergleichen. Aber du warst okay und sympathisch. Nur bei mir würde es jetzt nicht reichen zum Weiterkommen. Also von mir ein Nein. Okay. Aber er ist wenigstens nicht blind. Ja, das stimmt. Ja.
Also pass auf, deine Stimme, die ist echt, also du hast das amtlich gesungen, finde ich. Ja. Ich bin ja nicht jetzt der Superspezialist, aber deine Stimme klingt satt, fett. Ja. Du hast das gut gesungen. Vielleicht so Eugen Cizo und diese Nummern, vielleicht könntest du die wirklich singen. Aber ich kann dir deshalb kein Nein geben, weil du es einfach so in deiner Art gut gesungen hast, weißt du? Das wäre völlig unfair. Also aus meiner Sicht jetzt irgendwie, weil du hast eine satte, schöne Stimme, du warst im Timing, du hast die Töne getroffen, war alles gut. Ja, ich meine, du hast 3 Ja's, damit ist man hier ganz locker weiter. Bis zum Recall. Bis bald wahrscheinlich, ne? Danke, okay. Bis bald. Bald. Tschüss. Danke. Hey, Alter, komm raus. Das ist ein Griffer, der... Ein anderes Hemd. Also Michael fand ich wahnsinnig attraktiv. Ich habe gerne in seine Augen geschaut und da passierte auch etwas. Und er hat sich einen ganz besonderen Stil ausgesucht. Das findet momentan so in unserer Musiklandschaft nicht statt. Aber irgendwie hat so mein weibliches Ich für ihn gestimmt. Ich bin natürlich mega stolz auf ihn. Er hat jetzt diese Linie, was er verfolgt. Und toi, toi, toi. Er macht das. Ich bin dabei! Bei TV Now findest du alle Folgen auf Abruf und in voller Länge. Alles rund um die Sendung gibt's bei rtl.de.